Ja, servus, grüezi, hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Heute ist der 5.9.2021 und ich will mich für das letzte Video entschuldigen. Da hat jemand geschrieben, ja, ich hätte das Grüezi vergessen. Ja, das habe ich leider vergessen. Und ja, diesmal war es dabei und ich hoffe, dass jetzt alle cool ist. Worum geht es heute im Video? Ihr merkt, mein letztes Video ist 5 Tage her. Es ist auch meiner Meinung nach nicht wirklich viel passiert. Ich möchte in dem Video mal jetzt nochmal konkret für die Leute, mich haben einige privat angeschrieben, auch im YouTube-Channel unten drin wurde Frage gestellt, warum ich so bearish bin. Ich möchte darauf heute mal eingehen. Ich möchte, soweit mir jetzt möglich ist, das in kurzer Zeit, mal nochmal zeigen, warum ich denke, dass wir nach unten gehen. Ja? Und eines sei gesagt, ich bin kein Bär. Ja? Das möchte ich hier nochmal betonen. Ja, ich will auch, dass Bitcoin irgendwann bei 1 Million steht, ja, weil schließlich sind wahrscheinlich wie viele von euch da draußen auch Hodler und umso mehr werden Coins, umso besser für uns alle, das ist natürlich klar, aber man darf halt die Realität nicht vernachlässigen. Ich habe jetzt schon wieder mitbekommen, dass irgendwelche anderen YouTubern hier irgendwas von 1 Million geredet haben in den nächsten 6 Monaten, also ganz, das ist absurd, ja. Nichtsdestotrotz, jetzt gleich werde ich euch zeigen, warum ich jetzt Short, Mittelterm eher bearish eingestellt bin, aber trotzdem im großen und Ganzen trotzdem mega bullish eingestellt bin. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. So, fangen wir mal mit der Preisstruktur im Daily an. Ja. So, da hatten wir ja hier ein bisschen verschimmeltes, aber trotzdem ein Rising Wedge hier. Das waren die Elon Musk Pumps nach oben, die habe ich mal rausgelassen. Das wisst ihr auch aus vergangenen Videos. Und dann haben wir hier den Abverkauf runter und zwar hier das 100%stel dieses Rising Wedges. Das wurde natürlich dann erreicht. So, und jetzt hat sich in dieser Marktstruktur haben sich einige Trendlinien jetzt rauskristallisiert, so wie jetzt mein blauer Block, den ich für sehr, 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 sehr signifikant halte. Und natürlich auch diese rote Linie, die auch sehr signifikant ist. Und ich sagte auch, und dabei bleibe ich, dass dieser Bereich bei diesem blauen Block für mich, meine persönliche Meinung, ein guter Short-Einstieg wäre, um jetzt erstmal das Ziel dieser roten Linie anzufahren. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz was reinfahren. Das habe ich im vorletzten Video, glaube ich, gesagt. Hier, guckt mal, was ich da habe. Eine tote Katze. Ja, ein Death Cat Bounce. So, das heißt, wir haben diese Struktur da oben. Das hier ist die 1 hier oben. Ja, so, ich gehe mal weiter rüber und sieht es noch. So, dann gehen wir zu der 2. Das heißt, hier gab es einen Abverkauf nach unten. Tote Katze. So. Dann geht es nochmal kurz hoch zur Nummer 3. Das ist zwar das 0, das 0,5er Fibonacci, jedoch, wir sind hier im Kryptomarkt, da gehen wir vom Golden Pocket aus und das sehen wir im Moment auch. Ja. Danach sollte es auch einen weiteren Abverkauf nach unten gehen, bevor es dann richtig dann nach unten gehen wird. Und das würde zu meinen ganzen Analysen auch passen. Ja. Das zeige ich euch auch gleich. Ich möchte euch jetzt erstmal gleich zwei Balkenmuster zeigen, beziehungsweise Fraktale. So, da haben wir hier einen 4-Stunden-Chart, ein schönes Fraktal. Ihr seht, es ist natürlich 1000% geht nicht natürlich, dass die ganzen Kerzen hier stimmen, aber es ist schon eine verblüffende Ähnlichkeit dabei. Ja? Hier, das passt perfekt, hier, hier. Und jetzt sind wir hier am oberen Punkt. Ja? Natürlich könnte es möglich sein, dass wir nochmal in den blauen Bereich nochmal reinkommen. Damit meine ich natürlich hier diesen blauen Bereich, wo wir eben ihn groß auf hatten. Ja? Das heißt, es ist überhaupt kein Problem. Er könnte jetzt hier noch eintauchen
um das Balgenmuster natürlich zu 100% zu erfüllen. So, und das erste Ziel dieses Fraktals wäre in etwa, ich sag mal, die 37.000 Dollar. Und so, und jetzt gehen wir ganz kurz nochmal zurück zu unserer roten Linie. Und da würden wir etwa auch in diesem Bereich herunterfallen. Das heißt, es würde in etwa stimmen. Ja? Wie gesagt, Fraktale, erst muss ich mal herausstellen, ob es überhaupt wirklich so zündet. In der Vergangenheit, wenn man wirklich gute Fraktale findet, dann ist das auch so wirklich passiert. Das heißt, wir würden in diesem Bereich hier runterfallen. So, und jetzt wurde gefragt, ja, wo hast du das Fraktal her? Ganz einfach. Hier. Aus diesem Bereich. Von dem Bereich vorher. Da habe ich das Fraktal her. Weil es ist ähnlich. Die ganze Marktstruktur ist hier ähnlich. Ja? Und da oben wurde auch schon gesagt, ach, to the moon, wir gehen hier auf 100, 2, 3, 400.000 und ja, Pfeife, Deckel. Gehen runter. Ja? So, das ist das erste Balkenmuster. Gehen wir zum nächsten. So, und das ist ein anderes Fraktal. Das kennt ihr auch schon aus meinem, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber aus einem anderen Video, paar Videos ist es her. Und zwar ist das vor dem Corona-Dump. Ja? Und ihr seht, wir sind hier jetzt eigentlich schon oben in diesem Bereich, etwa 52. Das ist genau der Bereich wie bei dem anderen Fraktal auch. Er könnte theoretisch noch ein bisschen hoch, ja? Und dann geht es runter. Und ich sagte ja, ich habe gecallt zwischen 10 und 17.000 Dollar. Und ich bleibe dabei auch, dass wir so weit runtergehen. Ja? Und es ist vielleicht am Anfang ein bisschen bearish. Aber, da kommen wir noch gleich dazu. Wie gesagt, das ist alles eine Zusammenfassung. Ob es jetzt wirklich so schnell runtergeht, das kann ich euch schon technisch sagen. Es kann ja hier in dieser Bewegung jetzt runtergehen, wie hier. Ja? Ist ja kein gerader Strich nach oben gewesen. Es ist steil gewesen, aber nicht so wie der hier, klar. Ja? Aber es ist auf jeden Fall möglich. So, und hier haben wir, das kennt ihr auch schon, ein Bullish Bet bzw. ein Bullish Gartley, je nachdem, wie weit darunter geht. Das hier wäre jetzt ein Bullish Gartley. Ein Bullish Bet hätte hier das 0886er Fibonacci. Also hier genau, aber wirklich genau in dem Bereich, wo auch ja, das Fraktal hinführt. Das wäre genau perfekt dieser Bereich. Ja? Und das ist es, warum ich auch denke, dass es nach unten gehen wird. Aber da es ja heißt Bullish Gartley bzw. Bullish Bet, je nachdem was es wird, wird es hier eine starke, inzwischen 10.000 und 17.000 Dollar, eine mega starke Reaktion geben, meiner Meinung nach. Ja? Natürlich gibt es noch Ziele unter 10.000, aber die sind jetzt erstmal für mich eher unrealistisch, aber die 10 bis 17.000 sind für mich sehr, sehr realistisch, bevor wir dann wirklich die nächste Welle, nächste Impulswelle nach oben dann einleiten. Und dann können wir über 100, 200, 300.000 Dollar reden, kein Thema. Ja? Aber vorher werden wir meiner Meinung nach hier diese Formation ja, vervollständigen. Ja, natürlich, ich habe jetzt den höchsten Punkt der C eingezeichnet. Das heißt, theoretisch könnte er jetzt noch da hoch. Das habe ich auch in den vergangenen Videos auch gesagt. Da kann theoretisch noch bis 60, 61.000 Dollar hoch. Klar, ja. Aber er hat eine Range bei der C. Ja, und die ist vom 0382 Fibonacci und dem 0886er. Ja. Im Moment wären wir hier ja bei dem Golden Pocket, wie ich auch sagte. Ja, und hier könnte er eh schon runter. Ja? Und das Ganze, die Fraktale, hier diese Muster, wie auch hier das abfallende Volumen im Weekly, wie ihr ja seht, ja, gibt mir dazu den Anlass, dass wir wirklich in diesem Bereich schon mal antesten. Ja? Und nicht zu vergessen ist natürlich noch das ganz große Bearish Butterfly. Und zwar dieses hier, was perfekt schon ausgebildet ist. Es ist schon perfekt ausgebildet. Stört euch bitte nicht an den FIP-Level. Das ist im Logarithmus-Chart leider nicht möglich bei TradingView. Ein bisschen beschissen. Aber ich habe alle Fibonaccis nachgemessen. Das ist ein astreines Bearish Butterfly. Und natürlich ist es so, dass die harmonischen Patterns schon mit dem 0236er abgeschlossen sind. Das wäre hier ja da super Support gefunden. Aber normalerweise geht er hier in den unteren Regionen. Ja? Und ich sagte auch immer wieder, immer wieder, dass gerade im Kryptomarkt, dass er nochmal hier in die Nähe des Devils, er bestätigt im Prinzip nochmal den Punkt D. Er muss nicht ganz hochkommen, aber auf jeden Fall in den oberen Bereich nochmal, bevor es dann nach unten geht. Und dann seht ihr ja auch schon die Ziele.
Ja, da haben wir hier das 0382er, ein sehr signifikantes Level bei 20.000, beim ganz alten All-Time-High in der Nähe, ja. Dann haben wir hier 14.100, da haben wir hier die 10.000, dann geht es runter bis 6, es geht, und das Butterfly, das ist nicht ohne, ja. Theoretisch wären sogar $500 möglich, deswegen, aber ich sagte, das ist für mich persönlich eher unrealistisch. Ich schaue mehr in, ich sag mal, in diese Region hier, in diese, warte mal, ich mach's mal, dass ihr das auch farblich seht. Ich sag mal, in dieser Region, da gucke ich rein. Ja, da wird er meiner Meinung nach hinfallen. Und jeder hat so seine Art, was zu analysieren, zu traden und so weiter und so fort. Ich zeige euch aber hiermit, wie ich den Markt sehe. Ja? Viele andere, die sagen 1.500.000 in 6 Monaten und zeigen euch nichts Großartiges, nicht das, was ich euch heute zeige. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass es nicht kommen kann. Ja? Ich finde es bloß eher unrealistisch, genauso wie ich auch sage, dass die $500 unrealistisch sind. Ja? Es ist zwar nie ausgeschlossen, aber es ist unrealistisch, meiner Meinung nach. Und ich wollte euch mit dem Video zeigen, warum ich jetzt auf jeden Fall mal kurz- bis mittelfristig eher bearish eingestellt bin. Aber im Großen und Ganzen, wenn er hier in diesem Bereich bounced, dann kriegen wir wirklich einen fetten, also wirklich, richtig großen, fetten Bullrun-Zyklus. Ja? Da bin ich davon überzeugt. Also, das ist meine Meinung. Ja? So, schauen wir ganz kurz nochmal Short-Term hin, was ich so gemacht habe. Ich habe hier eine Long von unten nach oben mitgenommen, saugute Profite gemacht, wie einige von euch vielleicht auch. Ich bin hier in diesem Bereich Short rein, hier oben Short rein, habe jetzt ein Durchschnitts-Entry, was ja eher schon fast in die Richtung hier geht. Mein Stop-Loss liegt auf jeden Fall, das habe ich auch jedem Ding, jedem Video gesagt, liegt über dem blauen Balken hier. Da liegt mein SL, wie gesagt. Und natürlich ist es so, dass ich im Moment minus bin, ganz leicht, ja. Und auch wenn er hier jetzt in den Stop-Loss geht, ist es natürlich dann ein Verlust. Jetzt, wenn man die Long sieht von hier, plus nochmal die Fees, wo wir hier einnehmen, also die Leute, wo jetzt hier schon Short sind, wie ich auch, wir nehmen richtig gut Fee-Kohle ein, ja. Da, wegen den Gebühren. Im Moment zahlen die Longs, die Shorts und das macht schon richtig was aus. Ja. Es wäre also überhaupt nicht schlimm, wenn er wirklich darüber gehen sollte und in den Stop-Loss gehen sollte. Dann ist es halt so. 100% gibt es nichts. Aber ich habe euch gezeigt, warum ich denke, dass das hier hält. Ja. Und daran halte ich fest. Ich halte mal an meinen Plan fest. Ja. Und wir werden sehen, was dann rauskommt. Ja. Und danach können mich die Leute immer noch steinigen. So, ich habe jetzt noch zwei Sachen. Ne, eigentlich war es nur eine Sache, ja. Und zwar geht es um die Pivots, um CPRs, ja. Ihr wisst, die habe ich gerne in meiner Strategie mit drin. Und da gucken wir auf das Monthly CPR vom September. Und da merkt ihr auch schon, wir haben es noch nicht angefahren, ja. Und ich glaube, oder was ich glaube, ich gehe so über 85% aus, dass er dieses auf jeden Fall anfährt. Ja? Das war in der Vergangenheit so, dass die Monthly CPRs bzw. die Daily CPRs zu 85% angefahren werden und die Weekly CPRs zu über 90% angefahren werden. Ja? Und da liegt jetzt das TC von dem CPR bei etwa 46.140. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir da hinkommen. Hier oben haben wir das R1 vom Monthly CPR, das ist das, was ich sagte, wo er auch hinkommen könnte, wenn man das Balken bzw. das Fraktal, ja, wenn er das richtig ausreizen würde, dann könnte er da wirklich noch zum R1 kommen, bevor es dann hier nach unten gehen sollte. Ja, aber es wäre immer noch alles in diesem blauen Bereich mit drin. Und hier seht ihr schon das mögliche neue Weekly CPR, das Weekly Pivot ist das. CPR sind nicht mit eingezeichnet, also TC und BC, sondern nur das P-Pivot. Und es wäre dann bei $49.200, wenn der Preis jetzt hier in diesem Bereich in etwa bleibt. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, ist ganz wichtig, kommentiert, wie ihr heute das Video fand, auch wie ich erklärt habe, warum ich jetzt mittel- oder kurz-mittelfristig bearish eingestellt bin, bevor es dann meiner Meinung nach richtig zum Bullrun kommt, oder zum nächsten Supercycle.
Ja, teilt den Kanal, würde mich sehr freuen, beziehungsweise das Video. Und abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt, und aktiviert die Glocke, sodass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Telegram-Gruppen unten sind in der Beschreibung drin. Einfach joinen. Wenn ihr auch Trading erlernen wollt, dann einfach mich persönlich anschreiben. Und ihr könnt den Kanal auch unterstützen, wenn ihr euch unten in dem Link über Femex anmeldet und darüber tradet. Wäre eine sehr nice Sache, aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden. So, das war's heute. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Euer Krypto Dennis von der Bullverse Base Academy. Ciao.